Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World. Nachdem ich letztes Mal aus diesem einen Kampf geflohen bin und ich wieder hier bin und mich da irgendwie wieder versuche nach oben zu schleichen. Schleichen ist das richtige Wort. Rennen. Weil wir wollten ja zu... Genau, wir wollten den Gecko-Sumpf. Ich erinnere mich. Gabumon, oder wie auch immer du bist, geh mal aus dem Weg. Ich muss weiterkommen hier. Ja, ich wollte die ganzen Karten nicht erinnern, mich eintauschen. Das war mein Ziel. Weg da, weg da. Falsches Digimon. Okay. Ich meine, ich habe auch kein starkes Argumon. Das soll noch digitieren. Und danach gehen wir dann zur Fabrik. Gott. Das ist mein Werdegang momentan. Fabrikschritte holen wir uns dann noch ein paar Digimon. Bevor wir uns dann langsam aber sich den Endboss widmen. Ach, Geckomon sind momentan hier. Tschüss, nehme ich doch mit und tschüss, Geckomon. Gecko, Gecko, Gecko. So. Was ist der andere? Ist ja auch egal. Also nachts gehe ich gerne hier hin, da sind die Geckomon unterwegs. Nicht diese fliegenden Insekten. Schaurig, schaurig, schaurig. So, aber man könnte es aber auch langsamer mit digitieren, ja. Du bist schon ein alter Sack. Du bist nämlich schon 5 alt. Ja, du bist schon ein alter Sack. Es wird fällig. Wie ist mit Punkten? Ich möchte gerne Karten vorzeigen. Ich habe hier ein sehr seltenes 100. Digitalmon. Bringt doch 30, okay. Devimon gibt nur noch 10. Also wie Erdramon, was bis jetzt kommt, wird das Kleinvieh. Kaputerimon gibt auch noch 10. Weg damit. Ah, ist der spannende Aufnahme wieder hier. Warmon bringt auch noch 10. Unimon bringt auch noch 10. Ogremon, das fiese Digimon, gibt auch noch 10. Was haben wir noch da unten? Monochromon gibt auch noch 10. Kuwagamon gibt auch noch 10. Pinguinmon gibt auch noch 5, nur noch, okay. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes, aber du gibst es mir trotzdem ab, ey. Na ja, damit. Was haben wir noch? Oh, jetzt kommen die ganzen 5er. Die nicht nichts Besonderes. Aber gibt er mir trotzdem noch 5 Punkte für, das ist immer so geil. Hoppala, habe ich keins mehr von. Gott, Summon gibt auch noch 5. Tentomon, wo gibt ein Tentomon 5? Naja, muss ich nicht verstehen. Zwei Argumon gibt auch noch 5. Also, die bringen doch noch was. Das kleine Vieh hier. Nichts Besonderes. Es ist echt nichts Besonderes für dich. So, ich muss heute auf die Uhr achten. Denn um 18 Uhr beginnt ja das Community-Event. Was ich ja nicht verpassen darf. Ach, gleich kommt das ganze Gemüll da nur noch. Mit nur Mema, schon alles neunmal. Ja, genau. Taugt nix. Es kommen die taugen nix. Ich möchte größten Punkt dafür noch haben, ja? Also plant wie das LP bis zum Endgegner weiter eigentlich nicht. Die nächsten Zuckermons. Weil davon hat er doch schon bestimmt überall eine Sammlung, ey. Oh, schneller hier, schneller. Wir wollen weiterkommen.
Zum Glück geht da von der Jagermanns Zeit nicht drauf. Ich glaube, ich brauche 800 Punkte für die Chips. Wollen wir gleich gucken, wie es aussieht mit meinem Gewicht. Jetzt gehen wir gleich eh wieder zurück zur Stadt. Weil die Fabrikstadt ist, glaube ich, ein bisschen eine Nummer zu groß noch für Agumon. Ich glaube, selbst für Zentarumon war die ein bisschen zu hoch. So. So, jetzt haben wir alles. Nein. Bonuspunkte verwenden. Ja, ich brauche 800. Und tschüss. So, Autopilot. Weil du schluckst doch alles, ey. Das ist so schlecht. Und wieder zurück in Fire City. Erstmal unsere... Wie viel Geld habe ich überhaupt? 89.000 Stimmt. Ich habe mir ja Geld gemacht. So, gib mal ein paar Filets rüber. Und dann gib mal ein paar Adlerrettichs. Ja, ich möchte mehr kaufen. Von deinem tollen Gemüse. Ach, super, Möhre wollte ich jetzt eigentlich nicht kaufen, aber egal. Ah, 500 Bit ist schon teuer. Nein, danke, das war's. So, wie viel habe ich jetzt davon? Adler hätte ich 8. 8 mal 500 waren 4000. Bei Adler rette ich aber doch noch mein Gewicht. Also, jetzt geht's echt aufs Training zu hier. Ah! Weißt du was? Wir haben Schätze gefunden. Wow, ganz tolle Schätze. So, wir können ihn wieder... Okay, ist nicht. Wähle einen Kurs. Komm, auch nochmal 10 Special Kurs. Für 10 Tage. Und du hilfst sie dabei, ja, Gabumon? Sonst trete ich dich im Hintern, ey. Ich muss natürlich jetzt wieder auf meinen Kontostand achten. Könnte aber ganz kurz am Laden vorbei. Und schauen, ob ich mir was hole. Ja, ich könnte meine Vorräte aufstocken. Könnte ich, mache ich aber nicht. Ach, Kuwag. Kukatorimon hier weg. Welches Bild? Ich weiß nicht, was für Fantasien du in deinem Kopf herumschgehen. Das ist mir auch sowas von egal. So. Was müssen wir noch trainieren? Eigentlich gar nichts. Aber ich möchte deine Elevator trainiert haben. Felsen schieben. So, auf Toilette gehen wir mal ganz kurz. Zum Glück ist die Toilette mal neben dran. Ich stell euch mal vor, die hat das am Arsch der Welt gebaut, ey. So, hast du keinen Hunger oder so? Das ist schlecht. Weil du wiegst mir zu wenig. Ich möchte dich auch nicht unbedingt nötig vollstopfen. Das ist auch so ein kleines Problem. So, weiterhin Felsen schieben. Ist immer noch kein Hunger? Alter, das gibt es doch echt nicht. Jetzt aber, oder? Was ist immer, will mich verarschen, ey? Komm, trainieren wir nochmal Speed. Alter, bist du kein Verfiefras, ey. So, weiterhin hier LE trainieren. Jetzt muss ich wieder auf Toilette. Dann gehen wir mal nach Zentarumon. Eine Runde schlafen, Müdigkeit ein bisschen senken. Am liebsten würde ich ins Restaurant mal wieder gehen, ey. Das ist nämlich noch leichter. Es hat nichts gegessen, muss trotzdem kacken, ey. Wo ist da die Logik?
Allerdings wird dadurch zu leicht. Die Disziplin habe ich auch noch nicht bei 95%. Also, oh. Da stimmt vieles noch nicht. Barkämmer muss ich auch noch holen. Fällt mir ja mal gerade so eben ein. Kaufen. 9 kann ich davon kaufen, okay. 29 gibt die her. Okay, das war's. Okay, ein paar Autopilot brauche ich auf jeden Fall wieder. Jetzt ist schon wieder Geldprobleme ins Haus flattern. Wie immer eigentlich. Ne, das war's. Mehr brauche ich momentan echt nicht von dir, Biomon. Danke. Kurz die Vorräte bis auf 99 hochgeschraubt. So, Zentaumon. Zentaklinik. Deine sind nämlich Geld. Wirkt ein bisschen wie du solltest dich schonen. Dann schon dich. Oh, ist digitiert schlecht. Oh nein. Oh, ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Oh, mal gucken, was es wird. Ich wusste es. Zentaumon, die zweite Auflage. Ausbilder-Level ist gestiegen, okay. Ich bin so genial, ich habe schon wieder ein Zentaumon. Können wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Boah, der IQ ist komplett gestiegen, ey. Naja, was soll's. Den Feuerspur können wir rausnehmen, wir können... Die Magma-Bombe kommt auch mit Bandschrei noch rein und die Feuerwand. Perfekt. Ja, ganz toll. Jetzt habe ich genau das gleiche Digimon, was ich auch ganz am Anfang nicht haben wollte. Ja, ehrlich. Es läuft alles nicht nach Plan. Ist mir aber egal, ey. Es ist mir egal. Ich würde sagen, ich trainiere mit dem jetzt noch 2 Tage. Dann geht's auf in die Fabrikstadt. Damit wir hier noch weiterkommen in der Story. Das ist nicht so ganz darum, Mann, ey. Ich glaub das echt nicht, ey. Ich hab echt kein Glück momentan. Na gut, das hat das mit Glück zu tun, gar nichts. Ich hab einfach die Werte nicht auf Vordermann gebracht. Immer noch kein Hunger. Alter, das gibt es echt nicht. Immer noch nicht. So, bei 2000. Aber nur bald. Oh, MP geht richtig hoch bei ihm. Du haben Hunger, ich hab was für dich. Immer noch Hunger. Ja, es ist ein Vielfraß-Digimon. Immer noch Hunger. Alter Schwede. Jetzt frisst mir die Haare wieder vom Kopf, ey. Das gibt es echt nicht, ey. Mit der armen Bits. Geht doch. Okay, vom verbesserten Trainingsführung habe ich jetzt nichts gesehen. Ach komm, ich habe jetzt keinen Bock mit dir auf die Toilette zu gehen. Hier nimm das Camping-WC und das gut sein.
1600, so damit lässt sich schon mal ein bisschen arbeiten. So, mein Digimon ist müde. Ich sag dann mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Digimon and World.